Wo ist denn der scheiß Shop, wo ich hier so einen Gleiter kaufen kann? Hast du schon 100 Silber oder was? Na, die anderen sagen, wir würden nur 10 Silber kosten. Sind hier gerade die Pflanzen despawned? Will mich der Server verarschen? Oh, hier ist der Dorf. Lol. So, wo seid ihr geilen Nutten? Ach, ich will die anmachen. Im Dorf. Ich bin gerade. Im Dorf kann ich wieder keine Sachen aufnehmen. Beim Anvil. What the fuck? Da ist eine Witch. Nichts Neues. Wieso sind im Dorf nur Witches, ey? Das gibt es doch nicht. Witches. Witches, halt. Ja, richtig. Boah, weiß jemand noch, wo der normale Händler war, wo wir am Anfang waren? Ja, da das suche ich auch die ganze Zeit. Da konnte man nämlich Flasks kaufen und die braucht ja. Man dann wieder. Ja, ich brauche ein bisschen Gleiche. Dafür müsst ihr doch in den Trading zu dem District. Marktplatz da gehen. Ne, das ist doch der, das Innen. Im Innenkonto. Also es war mal nicht im Trading District und nicht im Crafting District. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Guckt halt nur die Frage, wo das ist. Furnace? Adventure. Ah, das ist doch Cube. Du kannst doch einzoomen. Da ist der Trade District. Ich konnte einen Wood Cube machen. Was kann ich denn damit machen? Cool. Einen neuen Stab. Dafür brauche ich 16 Jahre, leckt mich doch immer. Like wenn, wenn man weiter reinzoomt, dann werden einem auch die Dinger angezeigt. Ah. Komm, gib mir einen Auftrag, Junge. Ja, das peppt mal wieder jemand. Alter, wo ist denn dieser scheiß normale Händler? Das gibt doch gar nicht. Hast du nicht Leftovers gefunden, Hardy? Ja, ich hab. Weil der sagt, have you found leftovers? You should visit the identifier. Ach, den muss man. Ich hab übrigens den Typen gefunden hier. Da stehe ich quasi vor. Woodhangler da, 10 Silber. Oh, schade, ich habe 8 Silber 50. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn ich mir so ein Ding direkt kaufen könnte. Kann ich mal. Hoffentlich kann ich den ja noch mehrmals benutzen und nicht nur einmal. Wo ist denn der Identifier? Ist denn bei dir, Christian? Ne, der war dieses Lupending da auf der Minimap. Ja, auf der Minimap ist das. Du kannst die, wenn du ranzoomst, werden die angezeigt. Ah, okay. Erstmal Glasfläschchen kaufen. Oh ja, ich brauche auch Glasfläschchen, auch eine Menge Glasfläschchen. Hast du denn eben vielleicht eine Formel gekauft, Peter, dass du das kannst? Dass ich was kann. Hier dieses Ding da machen. Nee, sagt er. Da ist der Lupenmensch. So, kann ich die Flaschen jetzt auch on the go machen eigentlich? Hä? Klar habe ich Waterflasks. Die habe ich doch gerade gekauft. 12 Stück habe ich davon. Das Spiel ist bei mir. Ja, du hast Nein, du hast normale Flaschen gekauft. Du musst dich jetzt irgendwo in Wasser reinstellen und musst da Wasserflaschen aufnehmen. Ah. Ja, nee, Spiel ist bei mir. Also ich kann Leftovers kann ich nicht irgendwie identifizieren. Okay. Vielleicht auch, weil der Power 14 braucht. Ich habe auch noch welche. Ich guck mal gerade. Hier vorne ist der Getränkemann. Was habe ich denn für Boots? Shoulder, Neck, Chest, Feet. Habe ich gar nichts. Ja, dann. Ah, Leftovers plus 5, Identify. Also hier du steht. Du hast Leftovers plus 5. Ja, Handmade Silk Chest Armor. Immer geil. Also hier steht: In order to tame a pet, you need to fight. You need to feed it with its favorite food. The challenge is to find out which it is. Lol, das hat mir vorhin einer der NPCs auch gesagt, aber das habe ich mir doch nicht gemerkt. Was denn? Was denn genau? Ja, was irgendein Tier gerne isst. Das ich habe Ginger Tartlet. Bombe. Peter, ich habe übrigens zwei Sachen für dich, die dich eventuell interessieren könnten. Alter, es gibt. Cool. Es gibt Mountable Pets. Hier ist ein Frogman, der auf dem Krokodil reitet. Nice. Ja, dann gib mir den Stuff, Hardy. Wo bist du denn? Ich stehe direkt neben dir. Okay, warte. Ist das gut? Mountable Pet first, then you need 6 skill points. Das Ding ist ziemlich awesome sogar, ja. Dann habe ich das hier noch. Oh Mann, in den Indigo. Wo hast du den ganzen geilen Scheiß, ja? Ja, ich habe halt Leftovers gehabt, aber ich habe natürlich das Glück gehabt, dass das beides für einen Mage ist. Weißt du, dass mir gerade auffällt, dass ich kein Petzeug mehr habe?
glaube, ich habe dem Hund das gegeben. Ah, ne. Ich hab noch was. Caramel Chocolate Bar. Das ist für Desert Runner. Ja, das steht dabei, oder was? Nee, ich habe gerade hier so eine Liste. Das ist natürlich auch geil. Scheiß drauf herausfinden. Da gibt's noch ganz, ganz viel zum rausfinden. Ich wollte nur wissen, wofür die zwei hier sind. Ja, sollen wir weiterfighten noch ein bisschen? Ja, warte. Ich muss noch schlafen und dann müssen wir erstmal zum Wasser, damit wir uns hier Tränke machen können. Und ich muss gucken, ob ich mir... Kann man eigentlich die Blumen irgendwo auch kaufen oder muss man die pflücken? Muss man die pflücken. Kannst du craften. Wir haben ja Platinum... Lol. Ja, wir haben so ein Platinum-Coin. Ja, aber ich kann meine Waffe nicht verzaubern, sondern nur ein paar meiner Gegenstände. Die kann ich verzaubern. Interessant. Aber das braucht direkt zwei Platinum-Coins. Das ist natürlich ein bisschen traurig. So, was mache ich denn jetzt? Kann einer minimieren? Ja. Nee. Christian, Wind Spirit. Das ist ein blauer Gegenstand. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also so wie Wind? Wind, Leerzeichen, Spirit. Ja, genau. Es gibt übrigens die Cube-World-Wiki. Guck mal das Zeug für die Tiere nach. Attack and movement speed of the player. Its color is an off-white. It takes effect after using a special move. Das verstehe ich nicht. Was muss ich jetzt damit machen? Das ist irgendwie ein Spirit. Was ist denn Spirit? Cube World Equivalent of Mana. Aha, Spirit Item. A colored little cube. Ja? Used in weapon customization to give a weapon special abilities. Ah. Or unique glow depending on the type. Alter. Unique glow depending on the type of spirit used. Hammer fett. Wo kann ich denn hier Weapon customizen? Customer Dings? Hier. Ich wette, wenn du die customize. Aber da war ich doch gerade dran. 20.000 oder? Ja, aber da kannst du das doch machen. Vielleicht hast du du meinst Tower. Normal customizen. Ja, da ich da was dranballern kann. Da ich dann Wind Spirit dranballern kann. Ja, da musst du, glaube ich, zu so einem. Ich glaube, beim Amboss-Typen war das. Gott, wo war das nochmal? Ja, auf der Minimap. Kannst du auf der Map reinstecken? Ja, ja. Genau in der Mitte. Das will ich jetzt sehen, wenn Peter eine. Dann bin ich neidisch, wenn Peter eine glühende Waffe kriegt. Moment, hier ist. Ah, hier ist so eine Schneiderei, die habe ich noch gar nicht gesehen, das ist gut. Wo ist jetzt der Amboss-Shit? Nee, der ist links eigentlich. Der ist auch hier. Der ist da hinten, da ist er. Jetzt kann ich nämlich immer. Könnt ihr. Ja. Sehen, ob ihr Silk-Yarn herstellen könnt. Ich kann Silk-Yarn herstellen, Rezepten, ja. Bei okay, C. Du kannst Silk-Yarn herstellen, alles klar. Kann das nicht. Nee, was meinst du? Ja, ich meine unter 10. Unter Formulas. Und dann zwischen Hardflower und Iron Cube. Da kann ich Linien-Yarn machen, ja. Und das macht ihr alles aus Cobweb? Das mache ich aus Plant Fiber. Wieso kann ich das nicht? Das ist total frech. Na, guck mal, das ist nämlich interessant. Ich kann da Silk-Yarn. Genau, das heißt Cobweb kann nur ich benutzen. Und was ist das bei dir, Sepp? Plant Fiber. Das hat Hadi aber schon benutzt, oder? Hadi, komm mal her. Warte. Hast du schon Garn gesponnen? Nee. Komm mal her. Sonst gib mir das mal, dann kann ich das hier reinballern. Du hast doch Plant Fiber. Zwischen Hardflower und Iron Cube, was kannst du da herstellen? Cotton. Ja, guck, ich bin Silk, du bist Cotton. Wolle. Und Kessemek ist der andere Shit. Und ich bin gar nichts. Hier, ich hab Plant Fiber hier. Ich hab nämlich auch Plant Fiber hier. Warte, da hab ich auch irgendein Zeug. Ich hab, so, und ich Cotton. Hab Cobwebs. Cobwebs sind für mich. Ja, dann. Cool, jetzt kann ich ganz viele Linien. Dann hab ich noch Plant Fiber, hab ich noch einen. Hadi, ich hab was für dich. Ja, Cotton nehme ich immer gerne. Cotton. Hast du Cobweb? Ich hab Cotton. Ich hab Cobweb. Hier ist Cobweb. Cobweb ist hier. Cotton Capsule braucht dort jemand? Ja, das ist Hardy. Und Fiber liegt da vorne. Was brauchst du? Cobweb. Capsule brauchst du? Cobweb habe ich hier, ja. Und Cotton Capsule, wer braucht das? Ich. Das liegt hier. Nee, das war da nicht, das ist das für Sepp. Das hab ich da hingelegt. So, jetzt erstmal die Scheiße hier machen, Cotton. Voll tricky, ey. Das ist total frech.
verstehe das nicht, dass Christian. Ja, Christian kommt dann wahrscheinlich später. Nee, oder? Nee, aber Christian kann irgendwie Metall oder sowas cool. Wahrscheinlich kann Christian ausschließlich was mit Iron anfangen. Ja. Oder so. Man kann das ganz einfach, glaube ich, nachgucken, wenn ihr mal guckt, was ihr euch für eine Rüstung basteln könnt, ne? Ja, ich kann so eine Rüstung aus voll so Crap machen. Aus so Leinen und. Ich kann Eisenrüstung herstellen. Ja, und ich kann Silk-Rüstung herstellen. Hadi, was kannst du für Rüstung herstellen? Ich kann eine Cotton Chest Armor machen, die sogar tatsächlich besser ist als meine jetzige. Oh ja, ich könnte auch nicht. Ja, das heißt, Christian kann nur Eisen gebrauchen. Dann Eisen her. Ja. Jupp. Jetzt werde ich noch angerufen, weil der mich verarschen. Ne, Eisen kann ich aber auch gebrauchen für meinen Bogen. Achso. Für deinen Bogen? Meinen Bogen. Warum ich da auch immer Eisen brauche. Achso, lass mich mal kurz bei meinen Waffen dann gucken, sicherheitshalber. Hat jemand Loom? Nee, das brauche ich auch zum Herstellen von Sachen. Oh, okay. Eisen braucht man, glaube ich, auch für Eisenringe. Das ist ja voll unfair, Christian. Was ist denn benachteiligt. Loom? Aber du kannst erstmal mein Eisen haben, erstmal brauche ich das nicht. Ach nee, ja, ich kann damit eh nichts anfangen. Wir müssen doch das Eisen erstmal herstellen, oder nicht? Machst du das hier am Amboss? Nee, oder? Machst du an der Schmiede, genau. Also an dem, wie heißt das noch, Brennofen da, Schmelzofen. Machst du die Cubes. Some rocks can be destroyed. Ach, hier ist ein Loom, Hardy. Wo? Was? Ich stehe. Ach so, okay, alles klar. Da muss ich jetzt mal so Seidenschüchen machen, weil die habe ich nämlich nicht. Pling! Ey, jetzt habe ich zwei davon gemacht, deine Mutter. Ja, kannst du auch verkaufen. Ach so. Wie teuer sind die? Do you know what slimes like to eat? Pink jellies, of course. Also ja. Das ist schon mal gut. Das können wir also schon mal aufteilen. Das finde ich schon mal richtig gut, sowas. Also manche keiner muss sich streiten. Dungeons are really dangerous places. Don't forget to take some potions with you. Ja. Da muss ich erstmal wieder Blümchen farmen, ey. Da hinten hat einer Sprechblase. Da ist der Quest. Customization. Was? Na, wenn die eine Sprechblase haben, dann. Ja, Sedara Castle. So, ich exploren. Kann jetzt meine Waffe upgraden. Ich habe jetzt hier zwei Iron. Wir können cool. Exploren. Have you already explored Sedara Castle? Ach, ich wette mit dir, du kannst jetzt mit den zwei Iron Cubes, die du hast, was da dran friemeln. Fast gar nicht weit. Was ist das? Alter. Ja. Sollen wir dahin? Ja, ich glaube, da gehen wir als nächstes hin. Kommt ihr her, Leute? Alter Vater, ich kann gerade nicht. Weg. Warte mal, man ich kann bin jetzt hier mit noch am Weapon customisieren. Man kann jetzt mit den Iron Cubes was da dran machen. Beziehungsweise du mit den Holzwürfeln wahrscheinlich, ne? Ja. Was denn? Ich hole mir mal eben neues Glas. Also, zum Trinken. Kann ich die Waffe auch irgendwie drehen? Um zu gucken? Was machst du denn gerade? Ich frage mich, ob das bringt. Bringt das denn auch von der Waffe her was oder ist das nur optisch? Das weiß ich nicht. Ich... Hä? Ich habe da gerade schon was draufgesetzt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ach, kann man nicht rückgängig machen? Irgendwie nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob meine Waffe besser geworden ist oder nicht. Vielleicht musst du dir die Werte vorher einfach mal eben angucken. Ja, das kann ich ja eben nicht. Das ist da jetzt dran. Das ist natürlich scheiße. Was ist da jetzt dran? Dieser Wind Spirit, den ich hatte. Wie kriege ich denn das da jetzt wieder ab? Habt ihr Sedara Castle alle geholt? Nee. Oh Mann, ey, ich traue mich nicht, diese Iron Cubes jetzt da dran zu machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wertvoll sind. Ach komm, weißt du was, ich packe jetzt einfach mal einen da dran. Ne, komm, wir gehen einfach mal los. Wir müssen eh sammeln und leveln. Ja, zwischendurch muss ich auch... Wo hole ich das denn? Dieses Schloss? Ich muss eh... Hier bei mir steht die Olle. Ich muss anlabern. Ich muss eh mal ein Bettchen finden. Ach da. Ja, ein Bettchen finde ich gar nicht so schlecht. War doch Sleep, aber... Oh Mann, das ist doch jetzt blöd. Wie kann man das rückgängig machen? Kannst du nicht einfach von der Werkbank wieder weggehen? Ja, das ist trotzdem gesaved. Ja, ich habe jetzt hier an meine Waffe so was dran geballert. Genau den Kram, wovon wir schon geredet haben. Siehst du, wenn ich den die Waffe... Dieses weiße Ding da, ne? Ja, genau. Das ist dieses Windteil. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das meine Stats verbessert hat. Nee, das ist, denke ich, auch... Achso, nee. Vielleicht ist...